Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Alfred Hitchcocks Vertigo. Kommt jetzt am 16. Dezember bei Steam zum Beispiel raus. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Mike Kreutz für die Bereitstellung. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Also Film habe ich übrigens vor kurzem sogar geguckt, weil ich kannte den auch noch nicht. Und war gerade so ein bisschen dabei, so alle Alfred Hitchcock Filme zu gucken. Bin gespannt, ob das Spiel, wie es sich dem Film, ob das so ähnlich ist wie der Film oder ob das eine andere Geschichte erzählt. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir legen einfach mal los, machen mal ein neues Spiel. Hier nochmal die Helligkeit anpassen. Also Maus konnte ich jetzt im Menü, also es kommen auf jeden Fall noch Patches, aber Maus konnte ich jetzt im Menü noch nicht benutzen. Bin gespannt, ob das jetzt alles hier so reibungslos funktioniert. Bitte schalte den Computer nicht aus. Ja, okay. Das spielst du am besten mit einem Controller, ja. Ich wollte es jetzt mal mit Maus probieren, aber wir können auch gerne gleich nochmal einen Controller anschließen. Aber ich dachte mir da schon fast, dass das mit Controller wieder ein bisschen besser geht. Sollen wir W drücken? Ah ja, okay, das war jetzt die Maus. Nach oben, okay. So ist also die Steuerung so ein bisschen wie bei Heavy Rain. Reifenspuren. Also die Musik ist auf jeden Fall schon mal wie in dem Film so ähnlich. Oh Gott. Ihm scheint halt irgendwas passiert zu sein. Okay. Kamera schwenken. Ach, guck mal, hier ist die Brücke, ja. Brody Canyon Bridge. Oh lol. Soll eigentlich auch deutsche Sprachausgabe sein, ich bin gespannt. Dad? Ich glaube, der bildet sich das bloß ein. Dad? Oh Gott. Nein! Ach, come on. Nein! Mein Wagen! Jenny! Na, er hat wohl ein bisschen psychische Probleme. Lol. Was macht er denn da? Eieiei. Ach, Höhenangst hat er auch, okay. Nee, wir leben. Höhenangst hat er auch, das ist auch wie im Film. Lol. Loslassen! Lass mich los! Die sind im Auto! Jenny! Ich habe meine Familie ermordet! Faye! Ich bin wie mein Dad.
Lass mich los! Ich bin wie er! Erstmal Polizei rufen. Jetzt mal nicht ran. Können wir auch nicht rangehen. Müssen wir also rangehen. Dr. Lomas, wir müssen sofort reden. Erstmal ein bisschen leiser machen. Na, ich mach mal kurz ein bisschen drosseln hier das Spiel. Das ist mir ein bisschen zu laut, ey. Hi Schätzchen, danke für die schnelle Rückmeldung. Es geht um einen alten Klienten. Ein Freund aus Big Sur, Ed Miller. Er glaubt, er sei schuld am Tod seiner Tochter und deren Mutter. Er saß am Steuer, als ihr Auto über eine Klippe raste. Und er hat versucht, sich umzubringen. Und er ist jetzt schon seit einer Woche im Krankenhaus. Wegen Höhenangst, glaube ich. Ach, und er war dehydriert. Vermutlich wegen Alkohol. Robert, kannst du vielleicht... Ich würde alles übernehmen. Fahrtkosten, Hotel, Spesen, einfach alles. Robert. Was immer du brauchst. Ich glaube, ich erinnere mich an Ed Miller. Den Schriftsteller, mit dem alles anfing. Vertigo. Werden wir wahrscheinlich im Krankenhaus aufwachen. Und sie, ja, sie ist die Ärztin, ne? Dr. Lomas oder was? Die kommt jetzt schon. Oder ist er schon zu Hause oder was? Oder wo? Ach nee. Okay. Claire Miller? Ich bin Dr. Lomas. Robert Carrigan fragte. Doktor! Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Nichts, oh Gott, nicht zu danken. Ist doch nicht der Rede wert. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Okay. Ach, da sitzt er ja schon. Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lomas. Doktor in was genau? Doktor.
Hey, gib mir die Hand. Wie kann ich die... Ah ja, okay. Habe ich gleich einen Erfolg gekriegt, weil ich ihr die Hand gegeben habe? Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley. Master in systemischer und Familienpsychotherapie an der University of Michigan. Und warum? Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford. Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Ich glaube, das wird länger dauern. Als Widerwillen beseitigen. Tab drücken. Hallo, ich habe Tab gedrückt. Achso, muss man gedrückt halten. Mit dem Mausrad kannst du zwischen den möglichen Interaktionen eines Hotspots wechseln und mit Mausrad die Aktion deiner Wahl ausführen. Genau, hier mit Mausrad können wir hier Empathie erinnern. Nachttisch. Aber ich würde immer noch ein bisschen leise stellen hier. Das ist mir noch nichts. Das ist mir noch zu laut. Ich habe es eigentlich abgespeichert hier. Eigentlich habe ich hier das bestätigt. Übernehmen es mit Y. Okay. So, jetzt gucken wir. Grafik. Hat er nämlich auch noch nicht umgeändert hier. Erweitert. Nein, nicht verwerfen. Ah. Erweitert. Jetzt auch erweitert. Ey. Hier rauf. Genau. Da hatte ich, da war ja automatisch alles schon auf Maximum. Okay. Guck mal, ob es jetzt ein bisschen leiser ist. Jetzt ist es gleich drastisch leiser. So, Nachttisch, guck keine mal. Keine Bücher, keine Fernbedienung, kein Tablet, kein Handy. Wie verbringt er seine Zeit? Aber auf jeden Fall schon mal eine gute deutsche Sprachausgabe. Empathie für erzeugen. Ich will mir die Hausschuhe angucken. Wann hat er die zuletzt getragen? Hätte ich diese Art von Höhenangst und könnte nur zu Fuß gehen, wäre mir auch der kalte Fußboden lieber. Vor allem die Hausschuhe sind auf der einen Seite platt getreten und auf der anderen Seite normal. Auch komisch, ne? Möchten Sie sich ein wenig die Beine vertreten? Sie sind ein wenig weit vom Bett weg. Schöne Hausschuhe. Lust auf einen Spaziergang, während wir uns unterhalten? Und worüber unterhalten? Ihr Wissen über psychische Gewalt oder was? Na, weiß nicht. Er ist ein bisschen... naja. Entschuldigung, Urinflasche. Dr. Lennart, aber die Schwindelgefühle, die Übelkeit und die Angstzustände des Patienten. Was genau ist die Ursache? Quasi alles. Schon ein paar Schritte reichen. Okay. Wenig kann einem so sehr die Selbstachtung rauben wie mangelnde Kontrolle über die Verdauung. Kein Wunder, dass es Ed so geht. Die Uhr läuft, Doktor. Was das angeht... Direkt zu meinen Problemen, was? Bei den ganzen Abschlüssen hätte ich schon etwas mehr Psychologie erwartet. Mir wischt keiner den Arsch ab, falls Sie das meinen. Mir ist übel immer noch lieber als kotzübel. Oh Mann. Ja, weiß ich nicht. Also bisher... Er ist so ein bisschen ablehnend und von oben herab und... Ach nee. Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Faye... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Sollen wir anfangen? Tick, tack, Doktor. Also irgendwie, der Typ ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Warum will Robert Kerrigan, dass ich mich mit ihnen treffe? Sie werfen sich selbst den Tod zweier Menschen vor. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Oh nein. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben, nutzen wir sie doch. Mein, will er lieber im Krankenhaus sein, ja? Und da befragt werden, oder will er lieber zu Hause beschissen sein? Beschissen. Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe. Weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Weil mich alle wie einen Verrückten behandeln. Weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe. Weil alles völlig surreal ist. Weil wegen ihnen. Ja, genau, gib mir die Schuld. Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Ja, genau, Sarkasmus ist keine Hilfe. Genau. Sarkasmus ist für Sie nur ein Weg, sich selbst leid zu tun. Woher haben Sie Ihre Titel? Nach seinem Glückskeks? Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Ich habe ja keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ja. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Also da sind auf jeden Fall Zusammenhänge zum Film. Das war nämlich im Film ein bisschen anders noch aufgebaut, aber so von seinen Einbildungen, das war auch schon so ähnlich. Warum hat Robert Kerrigan mich wohl gebeten, Sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat oder Langeweile. Ich dachte, Sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Überzeugen Sie mich davon, dass diese Fae existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Okay. Ein Jahr her. Okay. Das, guck mal, da hat der Schuh. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Der eine Schuh ist zu und der andere Schuh. Lol. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Ein Autor, okay. Autor. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Lol. Gesicht zum Boden. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Lol. Okay. Also Sarkasmus ist wohl sein... diese Angst vor einem seine Haupteigenschaft. Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Einen Absatz schreiben. Ziele ansehen. Ja, Ziele ansehen. Ach, da einen Absatz schreiben, okay. Jetzt haben wir hier einen Baum. Ausgangspunkt wählen. Ja, warum nicht, ne? Können auch noch weitersuchen. Gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Vögel oder was? Alfred Hitchcock, die Vögel. Ja, das passt. Wollen wir die Vögel nehmen? Komm, wir machen mal die Vögel hier. Haben meine Augen das Wort gefunden? Sind meine Finger an der Reihe? Die Vögel. Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Ekel, Furcht. Furcht ist gut. Landet ein Geier auf meinem Arm, wird mir klar, dass sowohl der Doktor als auch meine Kinder lügen. Lol. Verletzt.
Der Schnabel des Geiers trieft vor Blut. Ich sehe meinen aufgerissenen Bauch. Ich falle, ich krieche in Richtung meiner Kinder. Der Krebs hat sich Zeit gelassen, flüstert mir das Älteste ins Ohr. Das hast du ja ganz fein gemacht. Fein freut sich das Jüngste und klopft den Geier auf den Rücken. Und jetzt? Aufgabe erledigt. Katze. Das kenne ich, wenn meine Katze neben mir miaut. Ja, musst du ihr was zu essen geben oder mit ihr spielen oder sie streicheln. Man kennt es doch, oder? Man kennt es doch. Ja, da muss man schon mal aufstehen und sich um die Katze kümmern. Also er ist auch wirklich fertig, ne? Echt jetzt? Oh Mann. Unsympathisch auf jeden Fall, der Typ, ne? Völlig unsympathisch. Petronos füttern. Unsympathischer Kollege. Okay, mit WSAD bewegen. Alles klar. Dann gehen wir erstmal hier hin. Kabellose Ladestation. Okay. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um die Katze kümmern, ne? Warte mal, wer hier ist. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du... Und weg, genau. Einfach auflegen. Ja, Katze, ich komm gleich. Gibt es Hörgebote? Denken Sie an die Erstbesitzer. Zweifellos hat er gute Dienste geleistet angesichts seiner Geschichte. 35.000 von dem Herrn mit Bart. Höre ich 40? 40? 35.000 zum Ersten, 35.000 zum Zweiten. Verkauft! So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch was... Ja, ich komme ja schon. Dachte, ich kann hier noch irgendwas... Hier ist auch noch was. Don Quixote. Le Miserable, Basic Fishing, das passt, ne? The Great, der große Gatsby. Okay. Legt er sich jetzt hin, oder was? Nee. Jetzt gehen wir erstmal runter zur Katze. Ich komm ja! Kriegst du jetzt was zu essen? Na komm, gib dir was zu essen. Miau! Boah, also der Typ ist echt unsympathisch, ne? Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ja, drei Dinge da drin. Drei Dinge, na toll. Was ist das denn? Er macht voll das Ding. Gibt's ich komm ja schon, Samuel. Bitte, lol. Mach die Tür auf. Mach jetzt hier den Napf füllen. Er muss den auch mal richtig voll machen. Sonst bringt das nichts. Drei Dinger da reinmachen, da bringt der Katze auch nichts. Und wer ist füttern, genau. Füttern war wichtig. Wer ist es? Hi. Die da irgendwas verloren hat bei uns? Hi? Lol, was ist da denn los? Oha, die ist umgeknickt, die hat sich verletzt. Tut echt weh. Haben wir uns schon mal gesehen? Das tut ja schon vom Sehen weh. Da müssen wir wohl amputieren. Oh. Kennen wir uns? Schön. Okay. Ich bin Faye. Lol. Und du bist? Autor. Ah. Autor. Okay. Autor. Dann kennen wir uns jetzt. Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Kannst gerne laden bei mir. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Oha. Bringen wir dich ins Krankenhaus? Ich habe zwar eigentlich gerade was zu tun, aber ich bringe dich ins Krankenhaus. Nein, lass mal. Lol, warum will sie nicht ins Krankenhaus? Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Wenigstens sagt sie die Wahrheit, ne?
Wenigstens sagt sie die Wahrheit. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Komm, wir machen mal hier uns das hier. Okay, dann komm mal rein. Schauen wir uns die Sache mal an. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Jetzt ist er auf einmal wieder nett, ne? Jetzt ist er richtig nett. Darf ich mich abstützen? Vielleicht solltest du lieber fragen, bevor du dich auf jemanden stützt. Hat sie doch gerade gefragt, oder? Hat sie das nicht gerade gefragt? Langsam. Moment. Nicht so schnell. Versteh das bitte nicht falsch, aber das ginge schneller, wenn ich dich tragen würde. Ich kann gehen. Nur nicht so schnell. Schön. Trag mich. Hoffen wir mal, dass sie nur irgendwie umgeknickt ist oder so. Ich werde dich da anfassen. Okay? Ein paar Schürfwunden hat. Und dich hochheben. Ich werde dich da anfassen. Ja, okay. Darf ich? Ist okay für mich. Okay, los geht's. Okay. Die Katze fragt sich bestimmt, was macht er da? Bin ich so schwer? Wenn du deinen Rucksack abgenommen hättest. Okay, ich lass dich jetzt los. Moment. Lass mich meinen Rucksack abnehmen. Jetzt? Soll mein Rücken auch wehtun? Meiner tut schon weh. Okay. Darf ich? Du darfst. Ich darf? Ja, bitte. Okay. Endlich. Danke. Ich gehe nach oben zu schreiben. Ich sollte müde sein? Was? Du solltest müde sein, ja. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Bequem so? Hm? So bequem, wie es geht, schätze ich mal. Danke. Wie war nochmal dein Name? Ja, Ed, ne? Ich bin Ed. Danke, Ed. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Aber sie sieht irgendwie von der Frisur her schon älter aus, oder? Ich habe mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay? Okay. Gut, ich würde an der Stelle erstmal einen Break machen. Und dann machen wir hier an der Stelle nächstes Mal weiter. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Spannendes Spiel. Mal gucken, wie die Geschichte noch weitergeht und wie sich das Spiel so entwickelt. Also bisher finde ich es eigentlich recht gut. Mal schauen, wie es weitergeht, ne? Bin auf jeden Fall gespannt. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.